Jens Hertel kann sich ein Denkmal setzen. 6 Trainer haben sich daran versucht, mit Hansa aufzusteigen. Vergeblich. Hertel kann den FC Hansa nun dorthin führen, wo er mindestens hingehört, in die zweite Bundesliga. Und das ist die Elf, die in Unterhaching gewinnen soll, gewinnen muss. Neu Nils Butzen für den gesperrten Jan Löhmanns-Röben rutscht auf die 6 und Türpitz kommt rein für Breyer. Türpitz, der in Meppen in allerletzter Sekunde den 3:2-Siegtreffer erzielt hatte. Hertel ist sich sicher, diese Mannschaft ist im Vergleich zum 0:0 gegen Zwickau frischer im Kopf und in den Beinen. 300 Hansa-Fans hatten sich um das Stadion herum versammelt und waren 90 Minuten lang gut vernehmbar. 5. Minute. Das ist Riedel mit langem Ball. Hansa rutschte sofort nach vorn. Omladic hinterlaufen von Neithardt und in der Mitte Bahn auf Omladic. Hansa dominierte. Immer wieder Türpitz. Wunderschöne Seitenverlagerung auf Omladic. Neithardt hinterläuft. Der Querpass auf Butzen und Schwabel rettet. Nils Butzen noch ohne Saisontor, schwierige Saison, Bänderdehnung, Schambeinentzündung, bisher nur 12 Spiele, hätte hier ein wunderbares Ende finden können. 25. Minute, Scharf mit dem Einwurf, Rosbach und dann Scharf mit der Flanke, Haching jedoch köpft ab. Nochmal Rosbach, Riedel, Neithardt. Sie verteilten die Bälle gut. Verhook, Verhook. Und der ist drin. Philipp Türpitz, drittes Saisontor. Jedes von unschätzbarem Wert. 3:2 gegen Ferl, 94. Minute. 3:2 in Meppen, ebenfalls Nachspielzeit. Und jetzt das so wichtige, vielleicht erlösende 1:0 in Unterhaching. Vorarbeit von Verhook, einfach nur grandios. 2 Hachinger versuchen, ihn zu stellen, aber Verhook bleibt stabil, Göttlicher prallt ab. Der Ball zurück auf Türpitz und der erkennt, dass auf der Außenbahn eine Lücke ist. So kann Koppens aber überhaupt nichts machen. Der Fingerzeig des Philipp Türpitz. Nicht viele Rostocker-Fans haben den Treffer tatsächlich gesehen. Mit 3 Punkten hätte Hansa den Relegationsplatz sicher. Aber Haching versuchte, Spielverderber zu sein. Rutschte jetzt nach vorn mit Heinrich. Schön über die rechte Seite, da rutscht immer Schwabel nach. Und Heinrich in der Mitte. Gute Kopfballchance für Moritz Heinrich. 4 Saisontore hatte erzielt, ist im Rücken von Neithardt entwischt. Aber Kolke ohne Probleme. Haching wurde jetzt zum Ende der ersten Hälfte besser. Ansbach läuft. Wieder über Schwabel. Und da ist wieder Ansbach. Heinrich mit der Hacke. Neithardt steht perfekt. 2. Hälfte. Heinrich. Wieder bietet sich Schwabel an, aber Heinrich macht's allein. Dann Hein. Angeschossen durch Ansbach und Neithardt, kuriose Szene, schießt dann Riedel an. Hin und her im Rostocker Strafraum. Omladic klärt schließlich. 48. Minute, Rosbach auf Scherf. Ein Tor könnte Erlösung bringen, aber Rosbach schießt Heinrich an. Dann wieder Heinrich, wieder hat er mehrere Angebote. Wichtig, dass Riedel mit seinem Schritt dazwischen ist. 786 Kilometer von Rostock nach Unterhaching. Was für ein Statement von jedem Einzelnen. Hansa mit rein. Und der Ball ist wunderschön auf Lukas Scherf gegen Göttlicher, der gebürtige Schweriner. Der Linksfuß. Noch ohne Saisontor, bleibt erstmal so. Lukas Scherf hatte in der letzten Saison getroffen. Und Hertel hatte seine Mannschaft zur Pause darauf eingeschworen, ohne Gegentor zu bleiben. Und das ist die Möglichkeit von Omladic. Koppens hält nochmal Neithardt. Gute Szene des FC Hansa. Schöner Schuss von Omladic. Kolke wartet auf die Ecke. Greger.
Wieder fehlte ein Abschluss, aber wieder war es nicht ungefährlich. Haching hatte viel Ballbesitz zu Beginn der zweiten Hälfte. Robert Lechleiter und Ari van Lent. Nach 4 Spielzeiten in der dritten Liga geht's wieder runter. 2 Jahre hat die Spielvereinigung in der Bundesliga gespielt, Fußballgeschichte geschrieben. Mit dem Sieg gegen Bayer Leverkusen hier am 20. Mai 2000. Eigentor durch Michael Waller, Kopfballtreffer Markus Oberleitner. Und perfekt war die Meisterschaft des FC Bayern. Haching hat eine Tradition darin, historische Erfolge zu vermiesen. Und der FC Hansa, er soll das nächste Opfer werden. Viel Ballbesitz Haching. Rostock ließ im Mittelfeld zumindest einiges zu. Ansbach treibt den Ball. Auf Fuchs. Müller dann nochmal. Nach außen, natürlich über rechts zu Schwabe. Aber der verzieht. Es war noch nicht brenzlig für Kolke, aber der Hansa-Torwart mahnte. Bitte nicht so viel zulassen. 81. Minute, der eingewechselte Herzog. Auf Sonnenberg. Zweite Saison in Rostock. Ein einziges Tor hat er erzielt. Der Innenverteidiger natürlich eher für die Defensive gedacht. Herzog dazwischen. Auf Rosbach. Nochmal Herzog. Und da rauscht Rosbach rein. Und kassiert natürlich die gelbe Karte durch Lars Erbs nach dem Foul gegen Fuchs. Die 8. für Rosbach. Keine Gefahr, gesperrt zu werden. Hertel nutzte das Wechselkontingent wieder komplett aus. So frisch wie möglich in die letzten Minuten. Verhug geht, Vollmann kommt außerdem um Ladic raus, Detlo rein. Ausrichtung klar, die knappe Führung verteidigen. Herzog auf Vollmann. Hat Raum. Vollmann wach, holt sich den Ball nochmal zurück. Breyer mit der scharfen Eingabe, die alle verpassen. Noch 6 Minuten zittern. Man ahnt, welche Bedeutung ein Aufstieg für Rostock hätte. Nach Haching gekommen, um nichts vom Spiel zu sehen. Das ist echte Liebe. Hein. Strohengel legt ab für Ansbach. Aber auch auf der anderen Seite rüber. 1:0 Sieg für Hansa im Hinspiel. Jetzt wieder 1:0. Effektiver ginge es kaum. Vollmann. Auf Rhein. Sie versuchten sich den Ball zuzuspielen. Neithardt rutscht nach vorn. Aber an den Ball kann keiner herankommen. Manche hatten tatsächlich einen Blick ins Stadion ergattert und sahen, dass Haching nicht locker ließ. Nochmal über Ansbach. Steckt durch auf Heinrich. Der bleibt hängen und malträtiert die Bande. Haching mühte sich. Haching wollte den Ausgleich. Die Nachspielzeit. Herzog. Hansa versuchte sich in der gegnerischen Hälfte festzubeißen. Und das war ein Frustvoll von Markus Schwabel im letzten Drittligaspiel für Haching. Und die Hansa Bank, sie feierte jeden dieser Momente fast wie ein eigenes Tor. Nochmal Koppens. Sonnenberg köpft ab. Und dann war Schluss. Endlich. Hansa Rostock siegt 1:0. Es war kein fußballerisches Festival. Aber welche Rolle spielt das? Keine. Keine.